Herzlich willkommen, liebe Project Together Community, zum Neujahrsempfang 2022. Ist cool, schon wieder so viele Gesichter zu sehen und so viele altbekannte Leute auch schon im Chat schreiben zu sehen. Wir freuen uns, dass ihr alle da seid. Und ich hoffe, ihr hattet einen genialen Start 2022. Ich glaube, viele von euch kennen mich. Wenn mich noch nicht kennt, ich bin Henrike und neben mir sitzt Philipp. Genau, wir machen zusammen die Geschäftsführung bei Project Together. Und heute ist ganz besonders auch für uns, weil wir ja normalerweise immer in unseren Kohorten und Themen unterwegs sind. Und heute haben wir tatsächlich mal die gesamte Community eingeladen. Also wir haben Gesichter aus Farm Food Climate, aus Circular Futures, aus Unmute Now, aus Wirkung 100, aus Update Deutschland, vielleicht ja sogar auch ein paar alte, ich habe Dennis gerade schon gesehen, aus Climate Action und Act on Plastic. Also es kommen tatsächlich Leute aus allen Themen und Missionen zusammen. Und das Schöne ist, über alle Themen hinweg und über alle Rollen. Also gerade jetzt schon beim Reinkommen gesehen, ganz viele Gründer, Gründerinnen, Initiatorinnen, aber auch Bundestagsabgeordnete, Bürgermeister, Bürgermeisterinnen aus Update Deutschland, Vertreter von großen Stiftungen, alle gemeinsam hier, alle gleich, weil wir alle eins gemeinsam haben, dass wir nicht passiv darauf warten, was mit unserer Gesellschaft in den nächsten Jahren passiert, nicht passiv drangehen, was mit Pandemie, Klimakrise, Verschwendung an Materialien, veraltetes Bildungssystem oder an all den Themen, an denen wir ihr arbeitet, sondern was jeder und jeder Einzelne von uns macht, egal ob in einem Startup, in einer Initiative, in der Politik, in der Wirtschaft, ist anzupacken, ist zu beweisen, dass wir nicht nur eine andere Zukunft wollen, eine gute Zukunft, sondern dass sie auch möglich ist. Und genau das wollen wir heute gemeinsam spürbar machen, lebbar machen, weil es spielt so viel dieses Jahr an. Absolut. Also was erwartet uns heute? Und ich glaube, da haben wir vielleicht auch schon der erste Slide. Weil wir wollen nämlich direkt reinstarten, einfach mit einem kleinen Kennenlernen, also einem kleinen Speed-Networking. Viele von euch kennen das ja aus unseren Veranstaltungen. Dann geht es weiter mit einer kurzen Keynote von Düsentecker. Wir freuen uns sehr, dass du heute da bist. Ich habe dich auch gerade schon gesehen. Dann geben wir ein paar Highlights aus den Programmen und einen Ausblick, was uns jetzt eigentlich 2022 umtreibt, welche Fragen wir uns gerade stellen. Und dann geht es in unser Open Social Innovation Quiz und es gibt vielleicht auch was Kleines zu gewinnen. Bleibt bitte bis Ende, dann können wir noch ein gemeinsames Community-Bild machen. Auch das kennen ja viele von euch schon aus unseren Calls. Und damit würde ich sagen, rein geht's und ich übergebe mal an Luca. Danke, Henrike. Uns interessiert natürlich brennend, wie ihr in das neue Jahr gestartet seid oder startet und haben deswegen eine Mentimeter-Abfrage für euch erstellt. Clemens, wenn du soweit bist, zeig uns gerne mal den QR-Code. Danke. Genau, ihr könnt entweder mit dem Handy diesen Code abscannen oder ihr folgt dem Link, den ich gerade in den Chat gepostet habe. Und beantwortet uns sehr gerne die Frage, mit welcher Absicht startest du in das neue Jahr? Hast du ein Ziel? Und hier auch gerne an meine KollegInnen bei Project Together. Auch ihr, von euch allen, würden wir sehr gerne wissen, mit welcher Absicht startet ihr in das neue Jahr? Schau einmal Richtung Clemens. Haben wir schon ein paar Ergebnisse? Yes, haben wir. Moment, ich muss einmal ganz kurz den Bildschirm teilen beenden, damit ich hier wechseln kann. So, ja, das sieht schon mal gut aus. Okay, dann fange ich mal wieder an zu teilen. So, da können wir schon sehen, da kommen die ersten Ergebnisse rein. Dankeschön, Clemens. Wow, okay, gerade verändert sich noch viele. Ich sehe ein ganz großes Skalierung und Leichtigkeit, Veränderung, Mut, Wirkung, alles zu schaffen, fokussiert bleiben, pandemiefrei sein, good one, increase impact, nochmal fokussieren, aber auch Gelassenheit, purpose and venturing. Mega. Es liest sich auf jeden Fall sehr impactlastig, wie ihr ins neue Jahr gestartet seid. Das freut uns natürlich sehr. Damit würde ich auch direkt weitergeben an dich, Clemens.
Okay, super. Ja, freut mich auch, euch alle wiederzusehen oder die wir schon vielleicht länger auch nicht gesehen haben. Richtig aufregend, mal wieder mit allen zusammenzukommen. Und im nächsten Schritt wollen wir einen kleinen Check-in machen, wie das bei Project Together bei uns ja so üblich ist, um einfach uns mit der Community zu verbinden, zu schauen, wer ist heute eigentlich hier, so ein bisschen ins Together zu kommen. Und was Project Together ausmacht, ist, ich weiß nicht, diese zufälligen Begegnungen, wo man sich gegenseitig weiterhilft. Ich war gestern in einem Gespräch mit einer Bildungsinitiative, wo sie mir erzählt haben von ihrem Projekt und haben irgendwie gesagt, ah, wir sind auf der Suche nach Leuten aus Bildungsministerien, wo wir unseren Ansatz vorstellen können. Und dann war ich so, ah, Moment mal, in 3 Tagen habe ich da mit dem und dem Gespräch, würde das euch helfen? Und die waren so, ja, total. Und ich glaube, genau das macht Project Together aus, dass wir in jedem Moment einfach immer für die andere Person mitdenken und schauen, okay, wo kann ich vielleicht da eine Unterstützung geben? Und deswegen kommen wir jetzt zum kleinen Check-in in Kleingruppen. Und zwar teile ich das einmal im Bildschirm. Genau, mit der Frage, was ist meine Verbindung in der Project Together Community? Also, mit wem bist du aktuell im Austausch bei Project Together und warum? Mit wem arbeitest du zusammen? An welchen Themen arbeitest du zusammen? Oder in welcher Situation hat dir die Community vielleicht weitergeholfen? Oder du hast irgendwas durch die Interaktion gelernt? Also einfach, was ist eure Verbindung mit der Project Together Community? Überlegt euch das einmal ganz kurz. Ihr seid gleich zu 6 Personen in einem Breakout Room. Und habt dann pro Raum 2 Minuten Zeit, euch auszutauschen. Wichtig dabei ist, dass ihr am Anfang einmal kurz klar macht, wer so ein bisschen das Timekeeping macht, damit ihr die Zeit einhaltet. Ihr habt pro Person 2 Minuten und ihr könnt es einfach machen, dass die Person einfach in die Kamera 3 Finger hält, wenn es noch 30 Sekunden sind, und die ganze Hand reinhält, wenn die Zeit um ist. So habt ihr ungefähr eine Orientierung und oben rechts wird hoffentlich auch die Zeit angezeigt, wie lange ihr noch habt. Gut, dann schaue ich einmal zur Technik. Sind die Breakout Rooms ready to go? Ready to go. Viel Spaß. Ihr müsstet jetzt automatisch verschoben werden. Oh, sorry. Moment, ich muss einmal das... Weiter geht's. Recording in progress. Es ist eine große Freude, jetzt Düsen Tekkal zu begrüßen. Liebe Düsen, schön, dass du bei uns bist. Für alle, die Düsen nicht kennen, Düsen ist Sozialunternehmerin und Menschenrechtsaktivistin, hat 2 unglaublich tolle, spektakuläre Organisationen aufgebaut, German Dream und Havar Help. Und wir hatten vor mehreren Wochen ein Gespräch und da hast du mich so inspiriert, weil du über den German Dream gesprochen hast, über den Traum, der eben nicht nur für einzelne Gruppen ist, sondern eigentlich für uns alle, dass wir einen neuen gesellschaftlichen Aufbruch brauchen. Und dann habe ich gedacht, das ist so genau das, was unsere Community jeden Tag lebt. Und deswegen bist du jetzt auch Teil der Community und schön, dass du heute da bist, dass du uns einen Impuls gibst mit deiner Keynote. Und willkommen, Düsen. Wir sind ganz gespannt. Ja, vielen Dank, lieber Philipp. Was für eine Ehre, dabei sein zu dürfen, wenn ich mir die Teilnehmer angucke, die verschiedenen Akteure, und auch im Breakout Room war das sehr interessant, also auch zu sehen, was die unterschiedlichen Akteure so machen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass vor allem die Diversität mich dabei sehr beeindruckt hat. Und am schönsten ist ja Inspiration, die auf Gegenseitigkeit beruht. Und so habe ich das Treffen auch mit dir empfunden. Und ich glaube, inspirierende Gegenüberschaft kommt dann zustande, wenn man Kollaboration spürt statt Competition. Und ich glaube, das ist ein Thema, auf das wir uns noch viel mehr konzentrieren sollten. Also es gibt so bestimmte Wörter, die es in den modernen Sprachgebrauch geschafft haben, wie Allyship, aber das wirklich tagtäglich zu leben, also auch diese Verbindung von Menschen, gemeinsame Netzwerke, ist vielleicht manchmal gar nicht so einfach, weil wir halt auch das eigene Ego zurückstellen müssen und weil jeder von uns auch einen bestimmten Weg gegangen ist, um das zu erreichen, was man aufgebaut hat. Und das ist manchmal auch mit Schmerzen verbunden, mit Herausforderungen tatsächlich. Und ich glaube schon, dass man manchmal auch aufpassen muss, dass man nicht in dieses Che Guevara-Syndrom verfällt, überleben und zu kämpfen und umgekehrt. Also zumindest war das in unserem ganz persönlichen Fall so. Und unsere Gründungsgeschichte ist wahrscheinlich etwas außergewöhnlicher, weil sie tatsächlich auch sehr viel mit meiner Identität zu tun hat und meiner Religionsgemeinschaft. Denn die erste Organisation, die erste Menschenrechtsorganisation,
habe ich gegründet auf der Asche des Völkermords an meiner Religionsgemeinschaft 2014, als die IS-Mörderbanden in die irakischen Dörfer eingefallen sind und unsere Menschen, meine Glaubensschwestern und Glaubensbrüder, ermordet haben, vergewaltigt haben, die Frauen verkauft haben, zwangsverheiratet haben. Und mir stellte sich damals die Frage, wie ich damit umgehe. Also als Angehörige dieser Religionsgemeinschaft, aber auch mit der Tatsache, dass ich einst Journalistin geworden war, um genau über diese Ungerechtigkeit zu sprechen. Jeder von uns ist unterschiedlich sozialisiert und ich bin an der Hand meines Vaters aufgewachsen auf Demonstrationen. Also mein Vater war jedes Wochenende auf Demonstrationen. Daran kann ich mich noch erinnern, bei Amnesty International, Gesellschaft für bedrohte Völker. Ich hörte immer internationale Solidarität und dabei hat sich wahrscheinlich auch was übertragen. Und es hatte ganz viel damit zu tun, dass viele Menschen gar nicht wussten, wer wir sind. Und das war der Moment, wo ich verstanden habe, wie wichtig es ist, gehört und gesehen zu werden, in ein Mikro sprechen zu dürfen. Das empfinde ich als Wirkungsmacht. Und ich glaube tatsächlich, dass auch der Beginn von Rassismus genau an dieser Stelle sich auch unterscheidet. Denn auch dort geht es um Macht und um Ohnmacht. Und derjenige, der das Mikro in der Hand hat, der spricht vermeintlich die Wahrheit. Wir wissen, dass es viele Wahrheiten gibt und nicht die absolute. Und nichtsdestotrotz ist das, glaube ich, ein wichtiges Vehikel, Repräsentanz, gehört zu werden und gesehen zu werden. Und all das, was ich tue, basiert eigentlich genau auf diesem Punkt, die Menschen zu sehen, denn alles andere schmerzt. Und German Dream war, wenn Hawar die internationale Antwort war auf Völkermord und Entmenschlichung, denn ich habe mit der Entscheidung damals, mein sicheres Deutschland hinter mir zu lassen und in diesen Krieg aufzubrechen, im August 2014 sehr viel riskiert. Nicht nur für mich, sondern auch im Leben der Menschen, die mich lieben. Für mich war es viel einfacher als für die, weil ich hatte einen Auftrag, ich hatte was zu tun. Und das ist sozusagen auch mein erster Satz, dass ich sage, Purpose, Berufung und der Lebenskern sind stärker als die Angst. Und der Moment, wo wir, jeder Einzelne von uns feststellt, dass es etwas gibt, was stärker ist und immer wieder aufploppt, ist genau der Weg, dem wir folgen sollten. Und natürlich hatte ich Angst. Ich bin keine Hasardeurin, ich hänge am Leben. Und trotzdem wusste ich, es gibt gar keine andere Möglichkeit, als genau diesen Weg zu gehen. Denn was viele damals nicht verstanden haben, war, dass in mir auch was gestorben wäre, wenn ich nicht aufgebrochen wäre in diesem Krieg. Und damit hat eigentlich mit diesem Life-Changing-Moment alles andere in meinem Leben neu begonnen. Es war wie so ein Erweckungsmoment, ein sehr schmerzhafter, den ich mir gerne erspart hätte. Aber manchmal ist das so im Leben, dann muss man diese Wege gehen. Und ein Mantra, was ich sozusagen auch daraus gezogen habe, war immer wieder, dass ich gesagt habe, wenn du das IS-Gebiet überlebt hast, dann überlebst du andere Dinge auch. Und was ich damit sagen will, ist, dass jeder von uns, auch ihr da draußen, diese Momente habt, wo wir uns die Frage stellen, hingucken oder weggucken, reingehen oder lassen, sich dem stellen oder doch betäuben. Und dass ich davon überzeugt bin, dass der Sinn des Lebens darin besteht, genau diesen Weg der Angst dann auch zu gehen. Das hört sich immer ganz toll an. Das wirklich umzusetzen, ist nicht einfach. Und deswegen war die Gründung von German Dream für mich viel, viel einfacher. Weil wenn Hawar der Schmerz war, die Entmenschlichung, die Trauer und durchaus auch die Schwere, also es hat mich auch sehr, sehr belastet. Ich will nicht so tun, als wenn ich als geborene Unternehmerin zur Welt gekommen wäre. Nein, wir waren Autodidakten. Also wir wurden nicht ernst genommen. Wir waren die New Girls on the Block, auf die niemand gewartet hat. Wir sind in Männerdomänen vorgedrungen. Wir haben irritiert, also wir haben konfrontiert. Was wollen diese Frauen? Die können das doch gar nicht. Warum sind die so selbstbewusst, obwohl die noch nie was gemacht haben in dem Bereich? Und diese Unbeugsamkeit, die haben wir durchgezogen bis heute. Und ich höre immer wieder auch von unseren Mitarbeitern, wir haben mittlerweile 50, die sagen, dass es genau das ist, was die auch so beeindruckt hat, die Unbeugsamkeit. Und auch Unbeugsamkeit und Widerstand hört sich immer erst im Nachhinein gut an. Also in dem Moment ist es halt schmerzhaft. Und ich möchte das am Beispiel Afghanistans zeigen, auch das Engagement dafür. Weil automatisch immer die Frage gestellt wird, warum ihr, warum jetzt, warum redet ihr darüber? Und ich bin davon überzeugt, dass niemand uns da draußen das Recht gibt, das zu tun, was wir tun wollen oder für richtig halten, sondern dass wir persönlich uns das Recht nehmen müssen, uns einzumischen, wenn wir das Gefühl haben, dass Menschenrechtsverletzungen begangen werden, dass Frauenrechte beschnitten werden, dass Menschen ausgeschlossen und diskriminiert werden. Und das haben wir dann gemacht. Und wir haben das laut gemacht und uns ging es auch darum, denn wir wussten als Jesiden, wie schwer das ist, wenn man nicht zu Wort kommt und immer nur über uns verhandelt wird, dass wir es wichtig fanden, dass auch die afghanischen Aktivistinnen zu Wort kommen. Und genau dieses Netzwerk haben wir dann hergestellt unter dem Hashtag Afghanistan We See You. Wir haben innerhalb von 2 Wochen gemeinsam mit CFFP 160.000 Euro gesammelt, Spenden von ganz unterschiedlichen Menschen, denen das Schicksal der Frauen aus Afghanistan auch nicht egal war. Und ich gehe gleich rüber zu German Dream, aber mir ist es wichtig zu sagen, dass wir heute hier in unseren warmen Wohnzimmern sitzen, während Frauen abgeholt werden von der Taliban.
die ihr Leben riskiert haben, weil sie auf die Straße gehen, Frauen nicht mehr im öffentlichen Raum unverhüllt auf die Straße gehen dürfen, Frauen Wege von über 50 Kilometern nicht mehr alleine fahren dürfen, Frauenhäuser alle geschlossen haben und viele Frauen auch verschwunden sind tatsächlich. Und für uns liegt die Schnittstelle oder auch dienende Wirkungsmacht darin, unsere politischen Entscheidungsträger genau da auch dran zu erinnern und immer wieder zu konfrontieren. Es geht um Storytelling, es geht um die Geschichten und es geht um die Geschichten der Frauen, die wir den Geschichten der Taliban entgegensetzen. Und so funktioniert eigentlich alles, was wir tun. Und jetzt gehe ich rüber zu German Dream. Denn die Gründungsidee von German Dream ist eigentlich meine Liebeserklärung an mein Deutschland. Ein Ort, den ich immer als sicher empfunden habe, weil ich wusste, wie unsicher die Welt auch sein kann. Vor allem dann, wenn du vermeintlich mit dem falschen Geschlecht oder der falschen Religion zur Welt gekommen bist. Und warum haben wir diesen Überlebensmechanismus? Warum spüren wir oft Panik? Warum sind wir nicht so gelassen wie andere Unternehmerinnen? Weil genau das transzendal auch übergeben worden ist an uns, von unseren Vorfahren. Und weil es de facto so ist, dass wir viele Völkermorde überlebt haben, aber dass wir trotzdem Zielscheibe davon waren. Und ich glaube, diese Empathie ist wichtig. Und damit will ich nicht sagen, dass Menschen, die keine Zuwanderungsgeschichte haben, keine Empathie haben. Das wäre so grundfalsch. Ich bin davon überzeugt, dass interkulturelle Kompetenz nicht vererbt wird, sondern dass jeder Mensch von uns da draußen es entweder kann oder nicht kann. Und das hat nichts mit der Herkunft zu tun. Und trotzdem glaube ich, dass die diverse Gesellschaft, die wir mittlerweile sind, die Einwanderungsgesellschaft, dass jeder vierte Zuwanderungsgeschichte hat, dass Millionen Menschen in diesem Land ihre Wurzeln in anderen Ländern haben. Und dass es eine Selbstverständlichkeit sein muss, dass der German Dream für mich genauso gilt wie beispielsweise für Philipp und Henrike. Genau daran müssen wir gemeinsam arbeiten, denn die Lebenswirklichkeit zeigt uns was anderes. Und die Gründung von German Dream hatte für mich was damit zu tun, dass immer dann, wenn es ums Thema Migration ging, und das wusste ich als Unterhaltungsjournalistin, die mal beim Privatfernsehen war, war es immer problemorientiert. Entweder der Kriminelle oder der Terrorist oder der nicht angepasst oder der nicht integrierte. Und das ist zu wenig. Das war mir zu einseitig. Ich wusste aus meiner eigenen Lebensbiografie, es gibt immer auch die andere Geschichte. Ich bin immer wieder zu meinem Redaktionsleiter, der gesagt hat, ja, aber darum geht es doch nicht, Düsen. Und irgendwann habe ich gedacht, doch, genau darum geht es. Welche Geschichte wir erzählen in unserem Land. Und das ist die Gründung von German Dream. Es geht um darum, wie wir auch als Ergebnis unserer Solidargemeinschaft teilhaben konnten an dieser Gesellschaft. Also, dass wir partizipieren konnten, dass wir selbstbewusst geworden sind, mutig geworden sind. Und das hat für mich ganz viel mit Partizipation an Bildung zu tun. Und wenn wir über Chancengleichheit sprechen, auch das ist ein Thema, was mir am Herzen liegt, können wir nicht darüber sprechen, ohne die Frage der sozialen Gerechtigkeit zu klären. Auch wenn wir das häufiger hören, dass wir alle gleich sind, wir sind nicht alle gleich. Manche sind gleicher. Und da gibt es ganz unterschiedliche Studien drüber, wie beispielsweise von der Hans-Böckler-Stiftung 2020, die zum folgenden Ergebnis gekommen ist, nämlich sind die Eltern dem oberen Viertel der Gesellschaft zuzuordnen, haben die Kinder eine fast 6-mal größere Chance, aufs Gymnasium zu kommen, als der Nachwuchs des zweiten Viertels. Wie es um die letzten beiden Viertel steht, könnt ihr euch ausmalen. Ich komme aus einer Familie, die ich dem letzten Viertel zurechnen würde. Wir haben uns zu 6 ein Zimmer geteilt. Meine Mutter konnte weder lesen noch schreiben. Bei uns zu Hause wurde kein Deutsch gesprochen. Es war wenig Geld da, deswegen mussten wir Kinder häufig mit anpacken. Schule war für uns Luxus. Also das war für mich ein Ort der Liebe, weil ich wusste, kein Drama, kein Stress, kein Streit. Kindern wird zugehört, außergewöhnlich. Ja, in unserem Kulturkreis war das nicht die Regel. Und deswegen glaube ich an diese Macht und Kraft der Bildung, aber auch an die Macht und Kraft dieses Landes. Deutschland als ein Land der Chancen heißt auch, dass wir aushalten müssen, dass es eine German Angst gibt, die wir immer wieder bekämpfen müssen. Wie könnten wir die vergessen vor dem Hintergrund unserer Historie? German Dream heißt auch, sich daran zu erinnern, was passiert ist und dafür zu sorgen, dass es nie wieder passiert, gerade an einem Tag wie heute in Bezug auf Wannsee. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir es nicht den bösen Zwillingen überlassen dürfen, den religiösen Extremisten und den Rassisten, die Definition und das Storytelling über dieses wunderbare Land zu übernehmen, sondern dass wir als alle Teile der Gesellschaft viel mehr darüber in die Diskussion gehen müssen und streiten müssen und uns erlauben müssen, auch ein Gefühl der sozusagen Freude zu entwickeln, ohne dass wir dabei abheben. Also auch mit der gebotenen Demut, manchmal auch mit einem nötigen Portion Mut und manchmal vielleicht auch Übermut. Aber mein weltoffener Patriotismus, auch wenn sich manche an den Begriff stören, ihr könnt es ja nennen, wie ihr wollt, ist eine Antwort auf den dumpfen Nationalismus eines Höckes. Und ich glaube schon, dass wir da manchmal viel mutiger in die Gegenrede tatsächlich gehen müssen und dass das Thema Identität so viel Bindungskraft hat, dass wir schon, und das ist auch meine Hoffnung jetzt auch mit der neuen Regierung, weil wir zum ersten Mal auch offiziell über Einwanderungsgesellschaft reden, uns die Frage der gemeinsamen nationalen Identität noch intensiver stellen müssen, zu der wir, und davon bin ich überzeugt,
entweder alle gehören oder keiner. Und diese Reibungspunkte, die aus meiner Sicht viel zu lange liegen geblieben sind, die müssen von uns als zivilgesellschaftliche Akteure in all unseren unterschiedlichen Bereichen, ob ihr im Bereich Umwelt unterwegs seid, Klima, Bildung, Digitalisierung, was auch immer, also das, wo ihr richtig gut drin seid, da habe ich schon das Gefühl, dass wir vorgehen und dass wir Akzente setzen müssen und mit denen auch konfrontieren. Und das ist Dreh- und Angelpunkt unserer Arbeit. Deswegen sind wir gerade in Deutschland sehr intensiv mit multilingualen Aufklärungskampagnen beschäftigt für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, denn auch das Thema Corona ist ein großes Thema und für uns ist das Thema zu gefährlich, als dass wir daraus Spaltungspotenzial generieren und Probleme wie die Pandemie politisieren oder ethnisieren. Und trotzdem sage ich, müssen wir über Probleme reden dürfen. Und ich möchte abschließen mit Serpil Ünver, das ist die Mutter von Ferhat Ünver, der in Hanau zu Tode gekommen ist, beziehungsweise von einem Rassisten umgebracht wurde. Und diese Mutter ist beeindruckend. Sie hat eine Bildungsinitiative gegründet. Einige von euch werden sie kennen, die Ferhat Ünver Bildungsinitiative zu Ehren ihres Sohnes, weil sie sagt, sie muss weitermachen. Und ich habe sie getroffen dann zum Interview, weil wir gemeinsam mit German Dream was gemacht haben. Und als sie mir von ihrem Sohn erzählt hat, da ist mir der Atem gestockt. Und dann habe ich mein Mitleid ausgesprochen und auch nochmal zum Ausdruck gebracht, wie leid mir das tut, dass sie als Mutter ihren Sohn verloren hat. Und dann hat sie mir geantwortet, das musst du gar nicht machen, weil das war gar nicht mein Sohn, weil das hätte auch dein Sohn sein können. Das ist nämlich unser aller Sohn, weil er wurde ja nicht umgebracht, weil er mein Sohn war, sondern weil er Migrant war. Und da habe ich gedacht, sie hat recht. Und das sind genau die Sätze, wo ich sage, die können wir gar nicht oft genug hören. Und das ist das, was ich auch mit Herzensbildung meine, wie wir aus Schulräumen, Bildungsräume, Lebensräume machen. Und junge Menschen, und davon bin ich überzeugt, denen können wir so viel mehr zumuten und sie mit den Lebensrealitäten zu konfrontieren, dass es die German Angst gibt auf der einen Seite, aber dass wir auch den German Dream brauchen, um die German Angst zu bekämpfen. Und wir sind mittendrin in diesem Prozess und ich freue mich, dass ich ein paar Worte dazu sagen durfte. Und ich danke Philipp und Henrike und eurem ganzen Team dafür, dass ihr auch dafür sorgt, dass diese starken Netzwerke auch nebeneinander herleben können, dass ihr sie zusammenbringt. Und ich glaube, genau das, dieses Gemeinsame, ist auch eine ganz wichtige Verbindung für die Zukunft. Also vielen, vielen Dank. Wow, krass. Ich habe Gänsehaut. Vielen, vielen Dank. Ja, Gänsehaut. Danke für diese wirklich herzbewegenden Worte. Und ich glaube, niemand hätte es besser sagen können, was dieses Jahr auch auf dem Spiel steht, die nächsten Jahre auf dem Spiel steht und wie viel größer auch der Sinn dessen ist, warum wir hier alle zusammenkommen. Vielen, vielen Dank, Düsen, und für deine Offenheit, für das alles, was du uns gezeigt hast. Ich glaube, wir haben vielleicht Zeit für eine Frage, bevor wir dann weiter. Ich denke, wir haben Zeit. Wir nehmen uns die Zeit. Deswegen, der Noah ist verantwortlich für die Fragen. Wie machen wir das mit den Fragen? Sollen die einfach reinschreiben hier in den Chat, wer eine Frage hat? Wenn jemand eine Frage hat, gerne in den Chat. Und dann können Düsen sich vielleicht auch gleich ein, zwei davon rauspicken, auf die sie eingehen möchte. Ganz viele schöne Reaktionen. Den europäischen Traum. Ja, und wie wichtig es auch ist, wirklich gemeinsame Bilder zu haben, gemeinsame Bilder und Narrative zu kreieren. Ich glaube, es sind vielleicht alle noch ein bisschen. Ja, das wirkt nach. Ich würde dann vorschlagen, dass wir inspiriert und erfüllt von dem, was du wirklich erfüllt, Düsen, von dem, was du gesagt hast, und wirklich diese wunderbaren Idee, aber auch Notwendigkeit von diesem europäischen, deutschen Traum, dann nach vorne zu gehen. Eine Frage ist hier, die gerade kommt, Düsen, wenn du darauf direkt eingehen möchtest, ansonsten werden sicher noch ein paar Fragen kommen, schreibt einfach rein und dann machen wir nämlich jetzt einmal den Deep Dive, an welchen Themen denn die ganze Project Together Community gerade arbeitet, im letzten Jahr gearbeitet hat. Wie ist denn die Frage, weil ich den Chat gerade nicht sehe? Also einmal mal die Frage, mit welchen Medien versuchen Sie, in mehreren Sprachen die Leute zu erreichen? Und dann danach, ob du bereit wärst, als Bundespräsidentin zu kandidieren. Und dann Nalan. Also ich mache es ganz kurz, weil die Rede war lang genug.
Also ich möchte in einem Land leben, wo das möglich ist, dass jeder von uns Bundespräsidentin oder Bundespräsident werden kann. Das ist ein sehr schönes Bild, aber lasst uns irgendwie zugestehen, an alles zu denken und alles zu träumen. Und die Aufklärungskampagne machen wir ganz konkret über die Bildungsinitiative German Dream, über das Bundesgesundheitsministerium und über das Bundeskanzleramt. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Na dann, wenn du direkt eine Reaktion hast. Ja, gerne. Also ich bewundere deine Energie, dein Engagement. Das ist, ich kriege jedes Mal Gänsehaut, wenn ich dich sehe, dich sprechen höre. Aber eine Frage stelle ich mir immer wieder: Woher nimmst du diese Kraft? Woher kommt diese Kraft, diese unermüdliche Kraft, die du hast? Das ist ganz interessant, von wem diese Frage kommt, weil es kommt genau von der Richtigen, weil ich Nalan sehr, sehr bewundere. Nalan ist wirklich eine Ausnahmejournalistin für diejenigen unter euch, die sie noch nicht kennen. Ihr müsst ihr auch unbedingt folgen bei Twitter. Und Nalan hat aus meiner Sicht, jetzt sage ich mal was ganz Krasses, mehr zur Aufklärung von Corona-Pandemie beigetragen als unsere Bundesregierung in den letzten Monaten und Jahren, weil sie multilinguale Konzepte gefahren hat, weil sie beispielsweise Olaf Scholz interviewt hat, ganz viele andere Unterschiede. Politiker und selber mit so in diese Thematik reingeht, dass ich tief behandle, wunderbaren Türkisch, und hat das dann auch übersetzt. Und es geht so ein bisschen darum, und da hat Nalan recht, wir können alle noch so stark sein als Individuen und einzelne Akteurinnen und uns die ganze Zeit zeigen, wie viel Kraft wir haben. Aber das ist nicht das Ziel. Egal wie stark wir sind und egal wie ausgeprägt der Resilienzmuskel ist, wenn wir keine strukturelle Gleichberechtigung schaffen, dann brennen wir alle aus. Und das kann nicht das Ziel sein. Es geht nicht darum zu beweisen, wie viel Kraft wir haben und wie viel wir schaffen, sondern wie wir Kollaborationen schaffen und Strukturen schaffen, dass wir alle mit sehr viel Kraft noch jahrelang weitermachen können. Und wie beispielsweise auch jemand wie Nalan Strukturen schaffen kann, für eine eigene Sendung beispielsweise und all die Träume, die sie hat, ohne das Gefühl haben zu müssen, dass sie verzweifelt, weil sie ihre Fähigkeiten jeden Tag neu unter Beweis stellen muss. Das kann es nicht sein. Und so möchte ich quasi diese Frage beantworten und meine Bewunderung für Nalan aussprechen. Und meine Kraft hat auch sehr viel manchmal mit Frustration und Wut zu tun, tatsächlich. Aber das sozusagen zu kanalisieren und damit umzugehen und weiterhin diese Forderung zu stellen und mich erinnern, die Geschichten von Menschen, die viel mehr Leidensdruck haben als ich, immer wieder daran, dass ich das auch tun muss. Danke für deine Frage, Nalan. Danke euch. Und damit gehen wir weiter, nämlich in was die Community arbeitet, ein Gefühl zu bekommen. Es ist wirklich unglaublich. Ich glaube, wir machen das seit langem zum ersten Mal, dass wir aus all den verschiedenen Missionen, die wir fahren, wirklich Köpfe haben, die ganz, ganz viele weitere Menschen, die da jeden Tag, jede Woche in den Communities arbeiten, in den Programmen drin sind, hier zusammenkommen, über alle Themen und alle Rollen hinweg. Und deswegen gebe ich einmal jetzt an Johanna, Jelena, Marlene und Annika. Und vielen lieben Dank, Düsen, an dich, dass du heute da warst und den Impuls gehalten hast. Vielen, vielen Dank. Ja, liebe Düsen, auch von mir noch einmal vielen, vielen Dank für deine inspirierenden Worte. Auch, dass du nochmal darauf hingewiesen hast, wie wichtig Kollaboration ist und wie wir alle auch die Gesellschaft gemeinsam gestalten können. Und wir möchten euch jetzt auch ein paar Einblicke in unsere Programme geben, mit denen wir im letzten Jahr die Gesellschaft auch mitgestaltet haben und ihr vor allem auch aus der Community heraus. Und das machen wir in diesem Jahr natürlich auch weiter. Und ich fange jetzt mal an mit Update Deutschland. Slides also gerne ab. Könnt ihr sie sehen? Ja, ihr könnt die Slides sehen. Zu Update Deutschland. Update Deutschland hatte die Idee oder das Zielbild, ein digitales Zukunftslabor zu kreieren, in dem deutschlandweit verteilt an Lösungen gearbeitet wird und neue Lösungen in die Umsetzung gebracht werden, wobei die Innovationskraft der Zivilgesellschaft, also auch hier aus der Community, mit der Umsetzungskraft des Staates verbunden werden sollte. Und wir haben den Prozess dann unter der Schirmherrschaft des Bundeskanzleramtes, aber auch mit ganz vielen Partnerinnen durchgeführt. Und vielleicht, ohne jetzt dazu stark in die Details einsteigen zu wollen,
hilft aber trotzdem nochmal hier der Blick auf den Prozess, um ein paar Highlights in Erinnerung zu rufen, weil viele von euch waren ja auch dabei. Nalan zum Beispiel war auch bei Update Deutschland dabei. Und ja, alles ging los mit dem Herausforderungsprozess im Februar. Im Februar konnten alle, egal ob Bürgerinnen, Kommunen, Unis, Länder oder auch Bundesministerien, konnten Herausforderungen einreichen. Wir haben im Rahmen von Update Deutschland über 600 Herausforderungen eingereicht, die dann auch die Grundlage für den 48-Stunden-Sprint gebildet haben, an dem eben alle eingereichten Herausforderungen und Lösungen zusammengebracht wurden. Viele von euch erinnern sich wahrscheinlich auch noch an den 48-Stunden-Sprint im März. Es war ja doch auch ein sehr wirkungsvolles Chaos. Und ich persönlich verbinde ganz viele Highlights auch mit dem Sprint. Allein wenn ich daran denke, wie viele Teams sich dort gefunden haben, neu gebildet haben, aber auch was für neue Formen der Zusammenarbeit dort wirklich entstanden sind. Zum Beispiel mit dem Bürgermeister Alexander Heppe, der einfach gleich ein Team mitgegründet hat. Es gab aber auch andere lustige Momente. Ich erinnere mich daran, dass vier Personen ganz überrascht waren, dass sie auf einmal mit Dorothee Bär in einem Zoom-Call gelandet sind. Und auch das passiert ja bei Project Together und bei Update Deutschland sowieso auch immer. Wir sind dann ins Umsetzungsprogramm gegangen und ich glaube, auch da gab es eben für uns alle ganz viele Highlights, denn über 320 Initiativen haben hier ihre Lösungen weiterentwickelt und umgesetzt. Und ja, für mich ein Highlight aus Update Deutschland ist definitiv die Community und die Zusammenarbeit. Denn ich glaube, dass, wenn wir auch noch mal zwei Slides weitergehen, da sehen wir auch noch mal ein Bild der ganzen Community, also nicht von allen, aber von vielen aus Update Deutschland. Denn mir persönlich hat Update Deutschland auch noch mal gezeigt, was passiert, wenn sich Menschen zusammentun, um Großes zu bewirken und was dabei eben auch für neue Formen der Zusammenarbeit entstehen können, auch wenn wir uns mal befreien von den Grenzen oder Beschränkungen, die normalerweise vielleicht bestehen. Ja, und ich glaube, das war für uns Update Deutschland und wir freuen uns natürlich auch, jetzt in diesem Jahr weiter an der Schnittstelle Staat und Zivilgesellschaft zu arbeiten. Und hier auch nur noch mal der Hinweis, dass am Montag auch der Learning Report von Update Deutschland von der Begleitforschung vorgestellt wird. Da schicken wir gleich noch auch einen Link in den Chat. Genau, und damit möchte ich weitergeben an Freddy. Ja, Freddy ist krank. Ich springe für Freddy ein. Genau. Und ich werde kurz an MitNow vorstellen. MitNow ist unser Demokratieprogramm, was wir letztes Jahr mit Blick auf die Bundestagswahl gestartet haben. Wir wollten nämlich dieses Momentum, das die Bundestagswahl ausgelöst hat, nutzen und die Herausforderung angehen, dass vor allem viele junge Menschen sich in Deutschland nicht gehört fühlen, nicht engagieren oder vielleicht auch ja, generell einfach weniger wählen gehen als ältere Leute. Das heißt, wir wollten jungen Stimmen eine Bühne geben und deswegen auch UnmuteNow und haben insgesamt 30 Initiativen gefördert mit 100 Stipendiatinnen, die sich 5 Monate lang von Juni bis Oktober letzten Jahres an ihren Initiativen gearbeitet haben, auf ganz vielfältige Art und Weise versucht haben, junge Menschen zu erreichen und jungen Menschen eine Stimme zu geben. Und gleichzeitig haben wir auch die UnmuteNow Kampagne gestartet, die auch eine Tour beinhaltet hat. Hier seht ihr den Tourbus, die Umgestaltung des Tourbusses hier unten, mit dem wir durch ganz Deutschland gereist sind und junge Menschen besucht haben und jungen Menschen eine Stimme vor Ort gegeben haben und sie gefragt haben, was würdet ihr machen, wenn ihr eine Stimme hättet. Wir haben damit über 10 Millionen Menschen in Deutschland erreicht auf die verschiedensten Arten und Weisen. Wir hatten eine Kooperation mit Tinder zum Beispiel, wo beim Durchswipen der Profile dann auf einmal stand, was würdest du machen, wenn du Bundeskanzlerin wärst, und haben so über 1000 Stimmen eingesammelt. Wir waren in verschiedenen Medien vertreten. Hier unten rechts sieht man, wo Henrike, unsere Geschäftsführerin, bei Dunja Hayali bei dem ZDF-Format Für und Wider ist. Wir haben kurz vor der Bundestagswahl auf diesen großen Ströer-Wänden ja, Werbung gehabt zum Thema UnmuteNow, lass deine Stimme hören, und ja, konnten so eine große Community schaffen und das Momentum nutzen, um das Thema Jugendbeteiligung vor der Bundestagswahl letztes Jahr auf die Karte zu setzen. Und damit gebe ich weiter an Marlene von Circular Futures. Dankeschön.
Ja, mit Circle Futures sind wir quasi das letzte oder neueste Projekt, was jetzt gerade losgegangen ist. Und wir setzen gerade ein deutschlandweites Innovationsprogramm um im Bereich der Kreislaufwirtschaft. Und dabei ist halt unser großes Ziel, eben den Green Deal der Europäischen Kommission endlich mal mit Leben zu befüllen und zu zeigen, wie die Kreislaufwirtschaft von morgen eben heute schon klappen kann. Und dafür haben wir eben aktuell in unserer Programmphase zwei Schwerpunkte gelegt. Einmal auf dem Bereich Circular Packaging und einmal auf dem Bereich Circular Fashion. Und für uns aus dem Team war das größte Highlight eigentlich in der Vorphase des Programms, und zwar das Circular Futures Festival. Da haben wir innerhalb von wenigen Monaten es geschafft, dieses Festival aufzubauen, und es haben über 700 Personen teilgenommen. Wir hatten über 100 Sessions mit 180 SpeakerInnen. Mein persönliches Highlight da war vor allem die Session über das Potenzial von Circular Cities, als auch der Marktplatz, wo eben bereits vielversprechende Lösungsansätze vorgestellt wurden. Und auf den nächsten Slide könnt ihr dann vielleicht auch schon sehen, genau, unsere Community. Wir sind nämlich jetzt auch seit November am Start und haben 115 Initiativen, 115 Lösungsansätze, die eben neue Ideen haben, Produkte, Geschäftsmodelle und voll schon im Tun sind und wir jetzt eben dabei sind, ihre Ansätze mit zu pilotieren, weiterzuentwickeln und eben im besten Fall dann auch zu skalieren. Und dieses Jahr möchten wir uns vor allem erstmal auf den Aufbau unserer Community fokussieren, als auch eben auf die gezielte Förderung der unterschiedlichen Initiativen, um dann in einem nächsten Schritt eben Reallabore mit unseren strategischen PartnerInnen aus dem öffentlichen Sektor oder dem privaten Sektor oder auch beides, eben richtige Transformationsallianzen aufzubauen und ja, modellhaft neue Lösungen auszutesten. Und hier eben, auch weil wir jetzt gerade noch voll im Tun sind, ein kleiner Disclaimer, falls das bei euch voll Anklang findet und eben vielleicht auch interessiert wird, an der Umsetzung mit beteiligt zu sein, als Expertin, als Netzwerkpartnerin, dann meldet euch gerne bei uns. Ich poste gleich im Chat einmal den Link zu unserer LinkedIn-Seite als auch unsere E-Mail-Adresse. Wir freuen uns immer total auf jedes Feedback oder auf jede Person, die bei uns mitmachen möchte. Damit ihr einen genaueren Eindruck bekommt, wie das eigentlich so bei uns so ein bisschen aussieht bei Circle Futures, haben wir einen Gast dabei und deswegen freue ich mich sehr, die Doris Diepold vorzustellen, die nämlich mit ihrer Initiative Hey Circle in unserer Community dabei ist. Deswegen, Doris, möchtest du dich mal kurz vorstellen und sagen, was es mit deiner Initiative so auf sich hat? Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung und dass ich hier an so einem Panel sprechen darf. Ich bin ganz echt immer noch mit weichem Herzen von meiner Vorrednerin. Genau, mein Name ist Doris Diebold. Ich bin eine der beiden GründerInnen von Hey Circle. Wir entwickeln eine Mehrweg-Versandbox für den Onlinehandel. Die zirkuliert quasi zwischen Onlinehändlern und Kunden und vermeidet somit Einwegverpackungen und Abfall- und CO2-Emissionen. Sehr, sehr spannend. Was war denn bisher so dein Highlight bei Circle Futures? Ja, du hast es schon vorweggenommen. Das Highlight war ganz klar das Circular Futures Festival. Das war der Wahnsinn. Also zum einen, das war ein Hybrid, die Online-Sessions, aber dann auch das Festival hier in München, das auch nochmal offline stattgefunden hat. Und wir haben da super inspirierende Leute kennengelernt, wertvolle Kontakte und dadurch auch unseren Masteranden beispielsweise kennengelernt. Aber ich fand dann auch den Kickoff im Programm selber toll, dass wir es wirklich geschafft haben, durch die vielen Teilnehmer sogar das Mentimeter zu sprengen. Ja, das war auf jeden Fall eine coole Geschichte. Okay, bei Circle Futures selber als auch bei allen anderen Programmen geht es uns ja immer um die Unterstützung unserer Initiativen. Daher hier jetzt auch noch einmal die Frage, auch so bei den Check-ins machen wir das ja auch immer gerne, wie können wir euch denn am besten unterstützen gerade? Genau, also zum einen ist es für uns wirklich so dieses Stronger Together, was echt wahnsinnig cool ist. Also wir haben so coole Leute kennengelernt, wir haben diesen Spirit einfach, ja, jetzt die Peer-Sessions, die morgen losgehen, also wirklich auch so dieser Austausch untereinander auch mal so zu reflektieren. Wir haben irgendwie alle dieselben Themen, dieselben Herausforderungen vielleicht auch. Das ist super cool, aber auch für uns tatsächlich in dem Fashion-Bereich potenzielle Kunden kennenzulernen oder auch ähnliche Initiativen, wie beispielsweise, also bei uns jetzt ganz konkret auch der Fall ist, gibt es noch zwei weitere Initiativen, die ähnliches Thema
angehen. Und da bereiten wir jetzt ein gemeinsames Positionspapier vor, mit dem wir so auf die Kurierdienstleister gehen wollen, um da irgendwo auch eine Zusammenarbeit vorzubereiten. Cool. Weißt du was, ich nehme noch kurz eine Frage aus dem Chat, und zwar hier die Frage von Alexander. Ich sehe gerade, macht ihr auch Food? Jein. Also was wir jetzt tatsächlich als Pilottester mit drin haben, wir fangen nämlich die Pilottests an im Frühjahr, sind Unverpacktladen, weil das einfach sehr gut zu versenden geht. Ansonsten haben wir jetzt kein, sage ich mal, unverpacktes Essen-Hygienekonzept bisher mit unserer Box. Da wollen wir aber gerne hinkommen. Also wenn es Interessenten gibt, die mit uns testen wollen, können wir sowas auch gemeinsam entwickeln. Aber das haben wir im Moment noch nicht im Primärfokus, sondern tatsächlich eher Richtung Fashion, Richtung Unverpacktläden, die dann aber die Lebensmittel wieder verpackt haben. Nice. Dankeschön. Ganz, ganz lieben Dank, Doris. Ich hoffe, ihr habt jetzt einen besseren Eindruck bekommen. Und damit würde ich mal an Annika weitergeben, um Farmfood Climate Challenge vorzustellen. Danke. Ciao. Ciao. Danke dir, Marlene. Ja, ich möchte gerne die Farmfood Climate Challenge heute vorstellen und einige Highlights aus dem letzten Jahr und natürlich die Vision von 2022 kurz erläutern. Die Farmfood Climate Challenge ist eine Plattform für gemeinschaftlichen Austausch, ein Ort, wo Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Wissenschaft und Politik zusammenkommen. Und gemeinsam wollen wir den Landwirtschaft- und Ernährungssektor in eine nachhaltige Zukunft führen und Lösungen für die globale Herausforderung des Klimawandels finden. Das FFC-Team ist 2021 gewachsen und wächst 2022 weiter. Wir sind voller Energie in 2022 gestartet und ich freue mich sehr, auch erst seit Dezember dabei im FFC-Team zu sein und euch heute die Highlights aus dem letzten Jahr zu zeigen. Die Highlights, die ich ja dann auch erst aus Seiten der Community mitgestalten durfte, die neuen in 2022 dann im Team, darauf freue ich mich sehr. Highlights aus dem letzten Jahr waren unter anderem der Demo Day und die Vorstellung im BMEL. Es gab besondere Farmfood Climate Partnerschaften mit Good Crop, Klim, der Fantastisch Stiftung und vielen weiteren. Und ein besonderes Highlight war auch die Living Soil Journey mit Veleda. Dazu haben wir auch ganz aktuell auf LinkedIn gepostet, beziehungsweise einen Rückblick aus der Living Soil Journey. Also schaut da gerne mal rein. Auch in unseren Initiativen gab es einige Highlights, die wir miterleben durften. Wenn wir mal ein Slide weitergehen. Genau, also ein Slide weiter, bitte. Perfekt. Die Produktlaunches von Du bist hier der Chef zum Beispiel waren im letzten Jahr ein Highlight. Hier sehen wir die Milchpackung, die Eröffnung des Supercoop oder den Changemaker Award oder auch die Heckenretter, die einiges aus dem Boden gestampft haben. Das sind so die Highlights aus dem letzten Jahr. Und dann gehen wir weiter zur Vision, beziehungsweise das größte Highlight ist und bleibt die inspirierende Community. Die Community ist die Mitte und das Herz von Farmfood Climate. Und wir, das Team, freuen uns sehr, gemeinsam dieses Jahr einfach weiter zu transformieren. Nur ein kleiner Ausblick, was ansteht. Unsere Vision haben wir in den letzten 2 Wochen nochmal ganz bunt aufgestellt und daraus ein breites Umsetzungsprogramm entwickelt und sind auch noch in der Entwicklung. Und du willst unbedingt dabei sein, dann halten wir dich auf LinkedIn auf dem Laufenden. Dort einfach Farmfood Climate folgen und sobald es losgeht mit dem aktiven Umsetzungsprogramm, geben wir das auch auf der Webseite bekannt, die übrigens auch ein weiteres Highlight ist, die ist nämlich neu gelauncht worden. Und da komme ich quasi auch schon zu dem Highlight von heute, und zwar möchte ich total gerne mit dem Felix ein kleines Interview führen. Felix Brinziger von Food Together, einer Initiative von FFC. Und Felix, bist du hier? Ich habe dich schon gesehen. Hey, freue mich. Ich freue mich auch. Und magst du dich einmal kurz vorstellen, wer bist du und was macht ihr in eurer Initiative? Ja, total gern. Mein Name ist Felix Brünziger und ich bin seit Anfang sozusagen bei der Farmfood Climate dabei. Und wir haben mit Food Together, sehen wir eigentlich das Problem, dass Verbraucher und Produzenten voneinander getrennt, separiert im Moment sind. Und speziell die Sichtbarkeit der Leistungen der Landwirte und auch ein gegenseitiges Verständnis und auch der Gestaltungsspielraum fehlen. Und deswegen haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, im Endeffekt Dienstleistungen digital, non-digital und Tools zu entwickeln, die Produzentinnen und Verbraucherinnen wieder näher zusammenbringen und Kooperation ermöglichen.
und damit auch dazu beitragen können, ein zukunftsfähiges Landwirtschaftssystem aufzubauen. Und genauer bedeutet das, wir starten jetzt im Februar mit einer Impact-Kampagnenplattform, auf der wir regionale Projekte rausbringen, die sozusagen zum Beispiel zur Diversitätssteigerung beitragen, bei der sich Bürgerinnen und Bürger beteiligen können und Landwirte befähigen, die Projekte umzusetzen. Außerdem entwickeln wir genau entlang dieser Kampagnen auch Services, die Produzentinnen dabei helfen, überhaupt eine Vermarktung von nachhaltigen Lebensmitteln zu machen. Und vor allen Dingen wollen wir auch unsere Learnings, die wir auf dieser ganzen Reise machen, sozusagen nicht nur selber für uns haben, sondern auch kommunizieren und damit zu einem Systemverständnis beitragen bei Bürgerinnen, professionellen Teilnehmern an dem ganzen Markt und damit zum Wandel beitragen. Klingt sehr gut. Ich freue mich total, dass ihr als Initiative bei FFC dabei seid. Besonders, weil ich das ja auch aus zwei Brillen sehe. Erst als mitwirkende Landwirtin und jetzt als FFC-Part. Und warum seid ihr bei FFC dabei, beziehungsweise wie genau oder was genau versprichst du dir von dem Netzwerk aus FFC? Ja, also da kann ich nochmal, ich bin sozusagen sehr frühphasig eigentlich zu Beginn der Farm for Climate Challenge mit einem relativ groben Konzept, glaube ich, in die Farm for Climate eingestiegen und dachte, das genauso, wie ich es gelesen habe, der Ort, um auszuprobieren, ob da was dran ist, was ich auch aus meiner vorigen professionellen Arbeit an Learnings mitgenommen hatte. Und habe da dann den perfekten Ort gefunden, um mit ja über 100 anderen Initiativen entlang der ganzen Wertschöpfungskette eigentlich systemisch zu überlegen, wie können wir diese Probleme wirklich an der Wurzel irgendwie packen. Und habe da eben ein Netzwerk sozusagen von Mentorinnen, Expertinnen, Initiativen gefunden, die uns genau bei dieser Fragestellung unterstützt haben, die uns auch sozusagen darin bestärkt haben, im Problemspace zu sein und wirklich sozusagen systemisch zu denken und das dann auch gemeinsam auszuprobieren, gemeinsam zu lernen. Und das war wirklich, das ist bis heute so. Und was ich vor allen Dingen auch sehr schätze, also die Kooperation, und die zeigt sich für mich eben daran, dass wir als Beispiel auch in meinem Feld jetzt eine Arbeitsgruppe gegründet haben, die sozial-ökologische Lebensmittelversorgung und Vermarktung voranbringt und die eben aus verschiedenen Initiativen besteht, das heißt eben über die Initiativen hinweg auch diese Ziele wirklich gemeinsam verfolgt werden und ganz offen zusammengearbeitet wird, obwohl man in einem ähnlichen Markt unterwegs ist, vielleicht im Allgemeinen. Danke dir. Du hattest es vorhin ja schon mal angesprochen und dass ihr quasi jetzt ja Richtung Februar was Neues an den Start bringt oder launcht. Wie kann man euch im Speziellen unterstützen? Also die Kampagnenplattform basiert eben darauf, dass wir auch wirklich eine Impact-Community aufbauen, die sozusagen aus Expertinnen und Experten besteht. Die vor Ort schauen, was zum Beispiel braucht gerade die Agrarwende, sage ich mal, in Berlin-Brandenburg, welche Produkte machen da Sinn und dass wir da nicht sozusagen Projekte auf der Plattform haben, die eigentlich, sage ich mal, mehr Schein als Sein sind. Und genau dafür würden wir uns super freuen, also Expertinnen sozusagen mit in unsere Community zu bekommen, mit denen wir genau diese Projekte entwickeln, diskutieren und auch prüfen können. Außerdem würden wir uns sehr freuen, auch über weitere Teammitglieder, weil wir merken, es gibt so viel zu tun, desto mehr Hände, desto besser geht es. Und gleichzeitig steht auch unsere Finanzierung unseres Teams an, weil wir im Moment gerade noch hauptsächlich ehrenamtlich arbeiten, sage ich mal. Das sind so, glaube ich, die drei Bestandteile, wo ich sehr gern mich über Kontakt und Austausch freuen würde. Sehr starke Punkte. Felix, danke dir für den Einblick und das coole Interview. Und dann freue ich mich auf die weitere Zusammenarbeit in 2022 und gebe damit weiter an Henrike. Vielen Dank. Super. Wir haben hier auch gerade gesessen und wir sind selber immer ganz beeindruckt, was da alles parallel in der Community passiert und entsteht und entwickelt und diese ganzen Themen, die wir jetzt im letzten Jahr angegangen sind. Wir wollen euch mal so ein paar Gedanken mitgeben, was uns gerade beschäftigt, jetzt auch für das Jahr 2022. Also wie wir jetzt auf das Jahr 2022 schauen, was wir eigentlich vorhaben. Und wir haben nochmal vier große Themen mitgebracht. Das sind letztendlich vier große strategische Stoßrichtungen und Fragen, die wir uns kontinuierlich stellen und an denen wir lernen und an denen wir auch wachsen wollen. Auch gerne natürlich gemeinsam mit euch, weil viele von diesen Fragen können wir nicht alleine beantworten. Und damit geht es nämlich genau los, weil, wie ihr wisst, einige von den großen Problemen, vor denen wir aktuell stehen, ich meine, ihr kennt sie alle, von Klimawandel über eine Revolution im Bildungssektor,
bis über Kreislaufsysteme bis hin zu sozialer Ungerechtigkeit. Das sind alles Probleme, die wir nicht mit einzelnen Akteuren, sondern eben nur als eine starke, aktive Gemeinschaft lösen können. Und Düsen hat das ja vorhin auch nochmal sehr, sehr eindrücklich gesagt. Wir müssen gemeinsam neu denken, wir müssen gemeinsam träumen. Und deswegen setzt eben unser Open Social Innovation Ansatz auch genau da auf, also an der Beteiligung vieler und vieler Ideen, um wirklich diesen Ideenreichtum einzubinden. Und was wir uns jetzt fragen im nächsten Schritt ist natürlich, wie kann dieses gemeinsame Handeln auch entlang von so Collective Action Ansätzen wirklich in der Breite funktionieren? Machen wir das missionsorientiert, wie wir es jetzt schon machen? Also wir setzen uns ein großes gemeinsames Thema und haben darunter dann viele konkrete Herausforderungen, an denen wir arbeiten können. Wie können vielleicht, ich sage jetzt mal, unerwartete Allianzen, also wie können Akteure auf einmal anfangen zusammenzuarbeiten, die vorher vielleicht niemals zusammengearbeitet hätten, das sei es über politische Spektren hinweg, sei es über Sektorengrenzen hinweg, sei es aber auch über Ressortgrenzen in Ministerien hinweg. Wie kann das eigentlich funktionieren? Wie können wir da Anreize schaffen? Und ich weiß, das wird irgendwie viel, viel gebraucht, aber ich finde es immer trotzdem ganz eindrücklich, also auch irgendwie diese Haltung ändern von irgendwie diesem Eco, also dem, ich denke vor allem an mich, vor allem auch von dem Ego, vor allem ans Ecosystem denken. Also wie denken wir auch darüber nach, was nicht nur, was braucht meine eigene Initiative oder das, woran ich gerade arbeite, sondern das ist jetzt vielleicht gerade das Wichtigste zu tun, um gemeinsam dieses größere systemische Problem zu lösen. Also die große Frage, was braucht es, damit wir wirklich ins gemeinsame Handeln, also ins dieses Collective Action kommen? Eine zweite Frage, die unser Handeln stark prägen wird, ist die Frage, wie können soziale Innovationen über die öffentliche Hand groß gemacht werden? Viele von euch arbeiten ja auch an Fragen, die wirklich für das Gemeinwohl sind, die wirklich das Gemeinwohl verbessern wollen, die also auch eine Erneuerung von im klassischen Sinne öffentlichen Leistungen sind. Also wenn wir über Bildung sprechen, über Gesundheit sprechen, öffentliche Infrastruktur, Gestaltung von Flächen in der Stadt, das sind ja alles öffentliche Leistungen, die wir auch gar nicht privatisieren wollten. Und trotzdem braucht es Erneuerung, weil wir oftmals merken, ja, das so wie aktuell diese öffentliche Daseinsvorsorge gebracht wird, sie ist nicht so wirkungsvoll, wie sie sein könnte. Die ist nicht so angepasst auf die Gegebenheiten unserer jetzigen Gesellschaft. Und deswegen gibt es soziale Innovationen, die im Kleinen vormachen, wie es geht. Aber ganz oft scheitern sie, wenn es dann die Frage ist, ja, wie kriegt man jetzt eine Initiative in die Regelversorgung? Wie kommt eine Initiative wie Krisenchat, die mentale Gesundheit niedrigschwellig möglich macht, wirklich ins Gesundheitssystem? Es gibt tolle Kooperationen, wie zum Beispiel aus Wir vs. Virus mit Gewaltfrei in die Zukunft, eine Lösung für Opfer von häuslicher Gewalt, die mit dem Landeskriminalamt Niedersachsen und inzwischen vielen anderen öffentlichen Institutionen zusammenarbeitet. Es gibt viele andere Erfolgsbeispiele aus der Community, aber ganz viele von uns, von euch wissen auch, wie oft diese Zusammenarbeit mit der öffentlichen Hand nicht möglich wird. Und unsere Vision ist, dass es genauso wie in der Startup-Welt es inzwischen total normal ist, dass Startups mit Corporates zusammenarbeiten, wollen wir in der gesellschaftlichen Transformation, dass es komplett normal wird, dass zivile Innovation mit der öffentlichen Hand kooperieren. Deswegen Public-Citizen Partnerships, das wollen wir knacken. Absolut. Und gleichzeitig wissen wir auch, dass es so viele verschiedene Themen da draußen gibt, die wir angehen müssen eigentlich für unsere sozial-ökologische Transformation in den nächsten Jahren. Ich meine, ihr habt jetzt gerade viele gesehen innerhalb von unseren Kohorten und gerne einmal auf die nächste Slide. Aber da gibt es ja noch so viel mehr. Also wir haben nicht das Thema Energiewende, Mobilität, Gleichstellung, Antidiskriminierung. Also es gibt so viele Themen und da haben wir jetzt gesagt, die können und wollen wir langfristig nicht alle alleine angehen und können wir auch gar nicht. Aber gleichzeitig sind ja diese methodischen Grundlagen, die wir mit Open Social Innovation legen, mit dem Community Building, mit der bedarfsgerechten Unterstützung, genau die sind ja eigentlich übertragbar. Und wie können wir die eigentlich in gewisser Weise standardisieren, professionalisieren, um sie auch anderen Leuten zur Verfügung zu stellen, sei es Kommunen, sei es Leuten in anderen Ländern, sei es Personen wie ihr hier seid, die sagen, mir ist das Thema Lebensmittelverschwendung oder Gleichstellung besonders wichtig und ich möchte jetzt eigentlich gerne so einen breiten Prozess starten in meiner Region, aber vielleicht sogar auch deutschlandweit. Wie können wir da andere Leute unterstützen und auch gemeinsam lernen und uns da weiterentwickeln? Genau. Dann gehen wir nochmal eins weiter. Genau. Wir wollen lernen und rausfinden, wie man
wirklich gute Missionen setzt. Und wir wollen auch in diesem Jahr 2 weitere Missionen starten zu Kernthemen der Transformation. Wir schauen uns gerade im Gespräch mit betroffenen Gruppen, mit politischen Entscheidern, mit anderen Gruppen aus Wissenschaft, Wirtschaft an, was sind Themenbereiche, was sind Fragestellungen, wo diese Koordinierungskraft, die in der Methode Open Social Innovation ist, jetzt gerade besonders gebraucht wird und die also sich dienlich sind, die Themen, auch dieser ja, Themenbereich 4 und 5, neben denen, die ihr jetzt auch gehört habt, zu werden. Und ja, das steht jetzt an in 2022. Und auch da, wenn von eurer Seite jetzt der Gedanke ist oder ein Geistesblitz, ja, das ist ein Thema, da bin ich mir ganz sicher, da bräuchte es diese Koordinierungskraft, die wir alle von Project Together inzwischen kennen, dann sagt Bescheid. Wir haben uns sehr viele Themen auch jetzt schon in den letzten Wochen angeschaut im Team, aber schickt uns alle eure Gedanken und Ideen dazu, denn all diese Prozesse leben immer davon, dass sie auch von der Community getragen sind. Dann ist so ein Aufbruch in diesen Themen auch möglich. Genau, und damit haben wir sozusagen unsere 4 großen Themen, also einmal Collective Action, also wirklich das große gemeinsame Handeln, dann die ganze Frage, wie sieht eigentlich diese Schnittstelle, diese Zusammenarbeit zwischen sozialen Initiativen und dem Staat, der öffentlichen Verwaltung aus, dann das ganze Thema, wie befähigen wir einfach, wie standardisieren wir unsere Prozesse so, dass wir auch weitere Leute dazu befähigen, selber und eigenständig Open Social Innovation Prozesse durchführen zu können, und dann das ganze Thema, an welchen Themen wollen wir eigentlich arbeiten, was sind die weiteren großen Missionen für uns und wo können wir eigentlich wirklich echte Veränderungen bewirken. Damit große Vorfreude aufs Jahr 2022. Alle Fragen könnt ihr gerne auch im Nachhinein über die diversen Slack-Channels oder E-Mails oder so gerne an uns schreiben, auch Ideen oder auch wenn wir was vergessen haben. Wir freuen uns da wirklich sehr. Und jetzt übergebe ich, glaube ich, an Clara und Jakob für unser Community-Quiz. Genau, hier ist Jakob. Super, dass ihr noch alle dabei seid. Freut mich mega, dass wir so viele sind. Ich hoffe, ihr könnt noch und seid motiviert für den Abschluss. Jetzt spielen wir nämlich das Open Social Innovation Quiz. Wir laufen ein kleines bisschen der Zeit hinterher, aber es wird sich lohnen, da zu bleiben. Nämlich haben wir auch einen kleinen Preis für euch, den wir euch hinzuschicken, wenn ihr das Spiel gewinnt. Macht es euch gemütlich. Wir werden das Quiz jetzt auf Zoom spielen. Und dafür, damit das alles reibungslos funktioniert, müssen wir ein paar Schritte befolgen. Im ersten Schritt werden wir alle wie vorhin in Zoom-Räume eingeteilt, wie im Speed-Dating vorhin, mit 5 bis 6 anderen Personen, mit denen ihr das Quiz zusammen spielt. In dem Raum müsst ihr dann zusammen als Team einen Lead bestimmen. Der Lead hat ein paar Aufgaben. Und zwar muss der Lead im Chat einen Link anklicken. Dann kommt ihr auf eine Webseite und dort werdet ihr das Quiz spielen. In der Webseite müsst ihr dann euren Gruppennamen reinschreiben. Und der Gruppenname ist einfach euer Zoom-Raum, also so Raum 1, schreibt einfach die Zahl 1 rein und so weiter und so fort. Und damit ihr das Quiz zusammen spielen könnt, muss der Lead auch noch den Bildschirm teilen. Das geht durch den Bildschirm-Freigeben-Button unten, das kennt ihr wahrscheinlich auch alles. Und dann spielt ihr gemeinsam das Spiel durch und beantwortet die Fragen gemeinsam. Im dritten Schritt spielt ihr das Quiz. Ihr habt pro Frage 45 Sekunden Zeit und ihr bekommt Punkte, wenn ihr die Frage richtig beantwortet. Und die Menge der Punkte bei der richtigen Frage hängt auch davon ab, ob ihr schnell seid. Also je schneller, desto mehr Punkte. Und im vierten Schritt werden wir euch wieder nach dem Spiel in den Zoom-Raum, in den Hauptraum zurückholen und den Sieger oder die Siegerinnen verkünden. Habt gleich ein bisschen Geduld, weil bis sich alle angemeldet haben, wir sind noch immer 100 Leute in etwa, dauert es ein bisschen. Und vielleicht gibt es dann irgendwie Fragen oder Probleme, dann müssen wir vielleicht ein bisschen aushelfen. Super. Habt ihr da noch Fragen dazu zur Organisation, wie das alles gleich funktioniert? Wenn nicht, dann geht es gleich in die Zoom-Breakout-Rooms. Einen Moment. Gibt man die Antworten? Ruft man die einfach rein? Schreibt man die in den Chat? Die Antworten, das werden dann immer einfach verschiedene Optionen sein. Also wie gesagt, eine Person in eurer Gruppe teilt den Bildschirm. Und dann entscheidet ihr als Gruppe gemeinsam, welche Antwort ihr ankreuzt. Das ist immer Multiple Choice in dieser Webseite. Und ob die Frage richtig oder falsch ist, seht ihr dann direkt gleich. Also der Countdown ist ungefähr 40 Sekunden, die ihr Zeit habt. Das seht ihr auch. Und dann direkt, nachdem die Frage abgeschlossen ist von allen Teams,
seht ihr, ob eure Antwort richtig war oder falsch war. Und dann seht auch, wie viele Punkte ihr dafür bekommen habt. Wir haben Zoom-Räume sind ready. Ich würde sie dann jetzt erstellen. Ganz viel Spaß. Hatte ich jetzt einmal die Aufnahme. Und ja, genau, sehr gut, sehr gut. Versuchen jetzt ein bisschen still zu halten, damit der Screenshot später auch scharf wird. Sehr gut, ja, sehr witzig. Anna, super. Alles klar, Noah, sehr schönes Grinsen. Okay, vielen, vielen Dank. Dann haben wir das auch geschafft. Und wir bedanken uns ganz herzlich, dass ihr so lange dabei geblieben seid. Und jetzt, wie immer bei Project Together, könnt ihr am Ende euer Mikrofon lautschalten und euch verabschieden oder noch irgendwas mit der Community teilen. Vielen Dank, dass ihr da wart. Tschüss, schönen Abend noch. Ciao. Danke. Ja, schönen Abend. Tschüss. Vielen Dank und danke euch. Ciao. Danke euch. Tschüss. Tschüss.